Die Supermicro-Aktie ist unterbewertet, zumindest wenn man auf die Fundamentaldaten schaut. Und genau das habe ich im letzten Video gemacht und dabei leider den Shortseller-Angriff übersehen, der zumindest für einen Teil des Kurzrutsches verantwortlich ist. Ich habe das Versäumnis nun nachgeholt und mir den Shortseller-Bericht angeschaut. Erscheint mir Supermicro weiterhin kaufenswert? Ja, nein, die Antwort in diesem Video. An der Stelle auch vielen Dank an die vielen Kommentatoren, die dann auch recht schnell das aufgegriffen haben, so dass ich jetzt auch hier auch schnell reagieren kann und wie gesagt das Video nachschieben kann. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin nicht ganz unfehlbar, habe aber schon auch vieles richtig gemacht, hier auch als Aktionär, bin der Gründer des Aktienfinders mit über 125.000 Mitgliedern. Und wir zeigen, wie es langfristige Investieren geht in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das sieht man ja auch beispielsweise in unseren Echtgelddepots, dass es funktioniert. Aber hin und wieder passieren halt Sachen im Eifer des Gefechts, dass man was übersieht. So wie jetzt eben diesem Shortseller-Report von Hindenburg Research. Ich habe ihn mir angeschaut und ich gebe euch erstmal zum Besten, um was es da aus meiner Sicht im Wesentlichen geht, wie immer. Wenn ihr denkt, dass ich an der einen oder anderen Stelle irgendwas vielleicht oder dass ihr irgendwas ergänzen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Zunächst mal meine Meinung, SMCI, also Supermicro Symbol, ist der ideale Short-Kandidat aus meiner Sicht aufgrund von zwei Gründen. Der erste Grund ist, sie hat in der Vergangenheit bereits Dreck am Stecken. Sie wurde nochmal delistet von der Nasdaq im Jahr 2018, 2020 sind sie dann wieder gelistet worden aufgrund von, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten beim Umsatzreporting. Und das ist der erste Grund. Das heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und darauf baut auch die Shortseller-Attacke tatsächlich auf, kommen wir dann gleich zu. Und das zweite ist, es scheint sich einfach zu lohnen, weil so ein Report bzw. diese Shortseller-Attacke, die wollen ja damit ja auch Geld verdienen, was ja auch legitim ist, wenn sich die Anschuldigungen als wahr erweisen. Das heißt, sie shorten die Aktien, dann tun sie den Bericht, veröffentlichen und dann gehen sie davon aus, dass die Kurse fallen und dann verdienen sie eben damit Geld. Und das funktioniert umso besser, je anrüchiger, also das war jetzt das erste Argument, die Aktie ist, beziehungsweise wenn sie schon Dreck am Stecken haben, kommt der Bericht natürlich glaubwürdiger rüber, zum einen. Und zum anderen, Supermicro war ja auch wirklich hoch bewertet. Das heißt, die Fallhöhe war definitiv vorhanden, sodass man damit auch dann schön Geld verdienen konnte. Ich gehe jetzt mal hier rein. Year to date langt völlig, aber warum mal, damit es noch besser aussieht, hier ein Jahr. Der Report kam raus, ich glaube, das war der 27., lass mich mal kurz gucken, oder der 26., ich habe es mir aufgeschrieben, am 27., genau, am 27. kam der Report raus, da sieht man hier, dass die Aktie gefallen ist, dann hier, dann um ungefähr 20%, glaube ich, 19%, richtig, hier kam er raus. Da sieht man schon, dass die Aktie aber schon weit weg war vom Allzeithoch. Das hat sicherlich Hindenburg Research nicht so gut gefallen. Als sie sich entschlossen haben, den Report zu lancieren und daran zu arbeiten, also als sie sich für den Shortseller-Attacke entschieden haben, das war mindestens 3 Monate vorher, denn im Bericht steht, sie haben 3 Monate daran gearbeitet, das heißt, sagen wir mal 4, 5 Monate vorher, das wäre dann im Frühjahr diesen Jahres gewesen, da seht ihr, da war die Aktie noch deutlich höher und da wäre es noch deutlich lukrativer gewesen, dann diesen Bericht zu veröffentlichen. Hindenburg Research kam halt schon relativ spät, als die Aktie eh schon leicht abverkauft worden ist. Nichtsdestotrotz, zwei Gründe, warum ich denke, dass Hindenburg Research sich Supermicro ausgesucht hat, als, nennen wir es jetzt erstmal, Opfer, auch wenn da schon ein bisschen was mitschwingt, des Shortseller-Berichts. Jetzt gehen wir mal zu den, auch noch was Interessantes. Ein Kommentator hat ja auch gesagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer und das stimmt ja auch oft. Aber ab und zu ist dann eben doch kein Feuer. Supermicrocomputer hat zwar auch schon Dreck am Stecken, aber es haben sich auch schon Anschuldigungen in Luft aufgelöst. Zum Beispiel hat Bloomberg 2018 angefangen, Supermicro anzugreifen, weil in den Motherboards kleine Chips aus China verbaut worden seien, mit denen dann die Kunden ausspioniert werden könnten, durch eben den chinesischen Geheimdienst, hat sich nicht bestätigt, hat sich lange gehalten, hat den Aktienkurs damals auch auf Talfahrt geschickt, aber am Ende aller Tage
hat sich das nicht gehalten. Und Bloomberg hat dafür dann auch Preise kassiert, unter anderem den Most Epic Fail auf der Black Hat Conference. Und ihr seht also, es ist nicht immer alles so ganz einfach. Wo Rauch ist, muss nicht unbedingt Feuer sein. So, jetzt gehen wir mal auf die aktuellen Vorwürfe. Es sind im Prinzip vier Blöcke, dieser Bericht. Also hier könnt ihr ihn auch sehen, das ist er. Ich habe ihn mir wirklich hier durchgelesen, heute Morgen. Das erste wäre Channel Stuffing. Das ist ein Ausdruck dafür, dass man zum Ende des Quartals versucht, die Zahlen zu verschönern, indem man künstlich Umsätze generiert, indem man seinen Kunden ganz viel Ware schickt, obwohl man eigentlich weiß, dass die Kunden die nicht brauchen. Müssen die Kunden natürlich mitmachen. Das kann man dann machen, indem man beispielsweise noch Rabatte einräumt oder irgendwie anders Überzeugungsarbeit leistet, um das Ganze eben noch raus zu den in den Einzelhandel beispielsweise zu schieben. Und das wird Supermicro vorgeworfen. Und das Ganze wird dann auch noch plausibilisiert, indem man sagt, dass einige Manager von damals, 2018, ja, der Dreck am Stecken hatten, heute wieder bei Supermicro arbeiten. Und wie gesagt, einmal Lügner, immer Lügner. So ungefähr ist das. Das wird dann ganz noch ein bisschen weiter aufgebauscht, indem man dann sagt, ja, es wird auch immer einzelne Leute dann zitiert, die dann entsprechend gefragt worden sind. Es wird dann weiter aufgebauscht, indem es dann beispielsweise heißt, ja, es ist sogar so schlimm, dass unfertige Produkte ausgeliefert worden seien, also dann einzelne Server mit sehr hohen Fehlerraten, wo ich mich dann aber auch frage, es kann dann natürlich auch immer sein, dass es Einzelfälle sind, dass einzelne Kunden tatsächlich solche Server gekriegt haben, aber wenn es systematisch sein sollte, dass Supermicro, die auch in Konkurrenz stehen, da kommen wir auch noch drauf, zu Dell und anderen Größen, dass sie dann systematisch zum Ende eines Quartals die Server nicht mehr richtig zusammenschrauben und auch gar nicht mehr testen, ob die Grafikkarten da drin funktionieren etc., würden es Kunden nicht lange mit sich machen lassen, sicherlich. Aber ich hoffe, ich bin da nicht, ich sehe das nicht zu naiv. Also das wäre das Erste, das wäre Channel Stuffing. Und bei Channel Stuffing heißt es eigentlich, man kann immer nur kurzfristig die Umsätze aufblähen, weil die Kunden können die auch wieder im Normalfall jedenfalls zurückgeben, die Waren, die unverkauft sind oder die halt nicht gebraucht worden sind. Insofern macht das insgesamt keinen Sinn. Aber wir wissen, dass Unternehmen das tatsächlich machen. Denken wir an Tesla, die jetzt nicht, wo es einen ganz wesentlichen Unterschied gibt, weil Tesla verkauft die Autos ja selbst. Die drücken es ja also nicht irgendwo hin, schieben es nicht in den Einzel- oder in den Großhandel, um es dann später wieder zurückzunehmen. Aber wir wissen, was einzelne Unternehmen wie Tesla für einen Aufwand machen, um die Quartalszahlen dann noch entsprechend gut aussehen zu lassen. Eine Firma, wo Channel Stuffing schon näher liegt, etwas, das wäre zum Beispiel Celsius, die ja an Pepsi sehr viel verkauft haben und jetzt bestellt Pepsi weniger nach, weil sie sagen, wir haben zu hohe Bestände. Das wäre jetzt eher was, was in Richtung Channel Stuffing geht. Also ihr seht, dass das ziemlich graduell ist und eine große Grauzone gibt, weil teilweise ist es natürlich nachvollziehbar, dass man die Umsätze noch schön machen will, aber wann wird es kriminell, beziehungsweise wann wird es zu einer vorsätzlichen Täuschung der Aktionäre führen? Das wäre jedenfalls der erste Block des Hindenburg Research. Der zweite Block, ich gebe die Blöcke jetzt nicht so wieder, wie sie in dem Report stehen, sondern so, wie es jetzt für mich eher mehr Sinn macht. Das wäre der angebliche Verlust von Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber Dell, die immer wieder erwähnt werden. Es gibt dann unterschiedliche Kunden, die dafür ins Feld geführt werden, insbesondere CoreWeave, die 22% des Umsatzes machen sollen von Supermicrocomputer, also schon durchaus wesentlich, wenn es soweit stimmt. Und diese Firma CoreWeave, die ein Hyperscaler sind, ebenso wie Tesla, sollen jetzt zunehmend auch auf Dell-Server umsteigen und die benutzen. Und auch mit Amazon habe man es sich verscherzt, mit Jeff Bezos sogar persönlich, was da aus meiner Sicht aber eine olle Kamelle ist. Jeff Bezos ist ja schon länger nicht mehr CEO von Amazon. Und das
Man könnte jetzt so quasi versuchen, aus dem ersten Block und dem zweiten Block, den ich jetzt gesagt habe, dann auch Verbindungen zu ziehen mit, ja, kein Wunder, wenn Sie jedes Quartal hier ungeprüfte Server zu den Kunden, an die Kunden abliefern. Na klar, springen dann die Kunden ab, aber das würde ich wiederum für so ein bisschen gewagt halten. Es gibt einen dritten Block, der darauf eingeht, auf das Firmenkonstrukt, beziehungsweise nicht das Firmenkonstrukt selbst, sondern die Lieferketten. Und zwar sollen da Zulieferer und Dienstleister von SMC existieren, wo es persönliche Verflechtungen gibt, wo entweder der CEO selbst oder dessen Brüder Anteile haben, beziehungsweise das Sagen haben, beziehungsweise im weitesten Sinne profitieren von den Geschäftsbeziehungen mit Supermicro. Und das wäre dann natürlich schlecht, beziehungsweise schlecht für die Aktionäre, wenn diese Zulieferer Vorteilsverträge bekommen würden. Das heißt, sie würden einfach Ausschreibungen gewinnen und könnten hohe Rechnungen stellen. Aber genau das ist laut Hindenburg Research nicht der Fall. Im Gegenteil, sie sagen, die Margen würden künstlich aufgeblasen von Supermicro aufgrund dieser Beziehungen. Da habe ich dann auch beispielsweise ebenfalls an Tesla gedacht, die ja auch in Form von Elon Musk sehr starke Verflechtungen haben, wo es aber im Prinzip als Gegenbeispiel im Regelfall jedenfalls eher so ist, dass Tesla, SpaceX etc. davon profitieren, von diesen persönlichen Verflechtungen, dass der CEO bzw. der Big Boss Elon Musk quasi in all diesen Unternehmungen das Sagen hat. Weil wenn er sieht, dass irgendwo Not am Mann ist oder dass Expertise von A bei B in Unternehmen A bei B quasi auch gefragt wäre, dann schickt er halt die entsprechenden Leute dahin. Das heißt, auch hier ist es jetzt erstmal nicht so, dass man sagen müsste, nur weil es die Verflechtung gibt, ist es jetzt schlecht für Supermicro. Es ist einfach nur, sage ich jetzt mal, ein Verdachtsmoment. Und wenn man jetzt alles negativ sehen will, dann sieht man natürlich auch das negativ. Was da auch noch in dem Block oder in diesem Rahmen gesagt wurde, war, dass es Patente gibt, insbesondere für die Flüssigkeitskühlung, die bei einem dieser Zulieferer, wo es eben persönliche Verflechtung gibt, liegen sollen. Da hat jetzt Hindenburg Research auch ein relativ großes Ding draus gemacht. Gut, ich sag's einfach mal. Aus meiner Sicht wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt groß passieren sollte bei Supermicro deshalb. Wir haben dann noch einen Block und das ist jetzt der letzte, der was komplett anderes ist und der im Prinzip wenig Bezug zu den vorherigen Blöcken hatten, höchstens insofern, dass die Umsätze auch etwas höher bzw. ja, höher sein sollten aufgrund dieses Blocks. Und zwar ist es Umgehung von Exportsanktionen nach Russland. Ihr wisst ja, dass Russland mit mannigfaltigen Sanktionen belegt ist. Unter anderem dürfen auch keine Hochleistungscomputer und Chips mehr in die nach Russland exportiert werden. Und Supermicro hält sich auch daran. Direkt machen sie keine Umsätze, das sagt auch der Hindenburg Research, aber indirekt über, nennen wir es jetzt, Reseller, würden Supermicro Server durchaus in Russland zu finden sein, und zwar sogar relativ stark. Die Umsätze seien sogar gestiegen. Also faktisch seien die indirekten Umsätze, die Supermicro in Russland erzielt, deutlich höher als vorher. Und von dieser Seite aus, also von der Seite der USA, kann wegen Sanktionsumgehung im Prinzip dann da auch Ungemach drohen. Also ihr seht, das ist ein Punkt, der mit den vorherigen im Prinzip kaum was zu tun hat. Und da sieht man auch, dass da natürlich Hindenburg Research alles Mögliche sucht, um entsprechend hier seinem Shortseller-Bericht Glaubwürdigkeit zu generieren oder Glaubwürdigkeit zu verschaffen. So rum sagt man das jetzt. Und was dann auch nochmal, auch in den Kommentaren habe ich das auch geschrieben, was dann auch nochmal für zusätzliche Glaubwürdigkeit in der Szene, also bei den Aktionären, gesorgt hat, dass da doch irgendwas dran sein könnte. Das war die Reaktion von Supermicro selbst, beziehungsweise dem Management, weil sie mir den Jahresbericht verschoben. Der hätte meines Wissens am 30.08. rauskommen sollen, ist immer noch nicht draußen. Jetzt muss man aber natürlich auch sehen, dass die
nicht ganz zufällig, Anschuldigungen gerade kurz vorher rausgekommen sind. Das heißt, Supermicro hatte überhaupt keine Chance, in den Jahresbericht darauf einzugehen. Nämlich am 27.08., ich habe es ja erwähnt, kamen die Anschuldigungen raus. Am 30. hätte der Jahresbericht veröffentlicht werden sollen. Mit anderen Worten, der war ja bereits fertig. Und nichtsdestotrotz, es gibt kein Dementi. Also müssen wir mal gespannt sein, wie der Jahresbericht dann aussieht, beziehungsweise wie das Supermicro-Management dann darauf eingeht. Als Fazit bleibt erstmal festzuhalten, also ich persönlich sehe da jetzt keine Wirecard-Dimension. Also bei Wirecard ist es ja so gewesen, dass über viele Jahre immer mehr Scheinumsätze getätigt wurden. Es geht ja hier nicht um Scheinumsätze, beziehungsweise wenn es hier um Scheinumsätze geht bei Supermicro, dann ist es ja nur quartalsweise. Immer kurz zum Ende des Quartals wird es aufgebauscht, werden die Umsätze aufgebauscht durch Channel Stuffing, dann werden auch wieder Waren etc. zurückgenommen. Und das heißt, dann sinken die Umsätze ja wieder und dann wird es wieder kurz aufgebauscht und dann sinken sie wieder. Also im Prinzip langfristig eine absolute Sinnlosigkeit. Aber nichts, was dazu führt, dass die Umsätze dauerhaft aufgebauscht werden. Das ist immer mehr wert. Bei Wirecard hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende haben wir auch 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Die Aktie ist fundamental günstig bewertet, wenn man einfach reines Fundamentales sieht. Und wenn wir davon ausgehen könnten, dass die Zahlen im Wesentlichen sich nicht ändern, inklusive Prognosen, dann wäre Supermicro nach wie vor ein Schnäppchen. Aber wir haben jetzt natürlich einen spekulativen Charakter in der Aktie drin. Das heißt, für langfristige Investoren, die jetzt nicht den Kick suchen, sage ich jetzt mal, ist die Aktie nicht geeignet. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wenn der Jahresbericht dann rauskommt und das Management dann entsprechend reagiert auf die Vorwürfe offiziell, dass dann die Aktie ausbrechen wird, der Aktienkurs reagieren wird in die eine oder in die andere Richtung, entweder nach oben oder nach unten. Das ist der spekulative Charakter. Und deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden, jetzt mal die Aktie, also erstmal an der Seitenlinie zu bleiben, mir erstmal anzuschauen, was da passiert. Wenn die Vorwürfe weitestgehend entkräftet werden, dann wird die Aktie voraussichtlich steigen und es kann durchaus gut im zweistelligen Bereich sein. Wenn die Vorwürfe nicht ausgeräumt werden können oder sogar eingeräumt werden in wesentlichen Punkten, dann hätte dann das Unternehmen natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem und das würde sich dann auch in vermutlich weiter sinkenden Kursen zeigen. Also Supermicro, spekulativer Charakter. Es kann sein, dass die Aktie wirklich ganz stark durch die Decke geht und ich hatte ja auch gesagt gehabt, hatte das gezeigt, wie stark die Aktie fundamental unterbewertet ist. Und ich hatte das KGV hier ja nach oben korrigiert auf 20. Und das war ja, wenn ich das nochmal reinzoome, dann ja im Prinzip auch das Renditepotenzial gewesen, aber eben noch ohne Berücksichtigung des Reports. Und da ist dann eine Rendite hier bis zum 30.06.2026, also innerhalb von weniger als 2 Jahren, von über 90% bereits ausschließlich Kursgewinne. Aber das, wie gesagt, hat jetzt rein spekulativen Charakter. Und wer spekulieren möchte, kann es natürlich tun. Aber für konservative Investoren, jetzt für mich auch eher in der Richtung langfristig investieren, wäre die Aktie jetzt erstmal kein Kauf. So, das wäre jetzt dann meine vorläufige Meinung zu Supermicro mit Einbeziehung der Shortseller-Attacke. Nochmal vielen Dank an die vielen Kommentatoren, die mich da auf dieses Versäumnis drauf hingewiesen haben. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!